So, da sind wir heute wieder und heute fangen wir ein bisschen unter anderem ein bisschen sorry, aber erstmal wollte ich da noch schnell den noch ein anderes Rennen fahren. Eigentlich wollte ich die Story Rennen zuerst fahren, aber fahren wir jetzt erstmal noch schnell. Noch fix oben rein. Und zwar einen Drift, den wir uns heute angucken. Nein, heißt das ja gar nicht. Moment, jetzt erstmal den Schalldrachen, ein Rundkursrennen, das uns jetzt ins Haus steht. Ja dann, auf geht's mal wieder. Ein bisschen Racing hier. Ein bisschen Kohle verdient für sich. Ah, ein schöner Rennen vorbeigeschlüpft da. Ja, sie. Aber jetzt sind sie gerade ein bisschen auf uns scharf. Und dann sind wir nur Fünfter. Wir müssen jetzt gerade so ein bisschen zulegen. Warum auch immer der mir jetzt gerade da. Ich habe den eigentlich voll eingeschlagen, da rechts. Nach dem Motto, nee, du wirst heute gar nichts mehr gewinnen. Scheint das gerade nicht so zu werden, wie ich das hätte gerne. Momentan nur auf Platz 6 liegend. Dass die anderen da vorne ein bisschen auf einem Haufen kleben. So, gehen wir in Runde 2 und das sind momentan nur als Fünfter. Das ist natürlich alles andere als gut. Oder sagen wir mal, alles andere als zufriedenstellend. Gehen wir jetzt mal einen Wordkill vorbei an den Subaru Impreza. Also momentan haben wir mit der Spitze überhaupt nichts zu tun. Wir sind jetzt nur Vierter, aber ich arbeite mich jetzt gerade wieder ein bisschen wieder an den Dritten ran und will jetzt zumindest mal ganz nach vorne fahren. Ah, das hat Skyline. Dann gehen wir jetzt schon mal vorbei innen.
So, schöne Windschatten jetzt. Aber versuchen nochmal. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, wobei Leute überholen. Letzte Runde, wir sind nur Zweiter. Und haben es jetzt erstmal. Sind jetzt erstmal in Führung, das erste Mal. Wir sind jetzt erstmal weg. Kann sein, dass wir dieses Rennen noch gewinnen. So, vor uns sind jetzt schon wieder alle zum Überrunden, aber ich denke mal, das wird uns jetzt. Wird mir eigentlich herzlich egal sein. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück, wir kriegen nur noch, dass wir den innen noch kriegen, ja. Auf die letzten Meter. Den habe ich auf jeden Fall noch. Dann gewinnen wir diesen Lauf hier noch. Diesen Stahldrachen. So, dann haben wir es. Zumindest für das Ding hier. Und jetzt gucke ich gerade mal, ob ich noch irgendwo ein Rennen habe. Hier oben ist nämlich noch ein Rennen. Schadenswurf. Eigentlich war am Hafen der Drift eigentlich jetzt geplant. Und wenn ich ehrlich bin, mache ich den als nächstes. Weil, was geplant ist, dann machen wir in der nächsten Folge den Schadenswurf. Und jetzt geht's erstmal ab in den Drift. Let's go. Hey, Lukas Freund, richtig? Du willst mich wohl treffen. Die Leute reden über dich. Und das nicht grundlos. Das heißt, Racing sei nicht so dein Ding. Was eigentlich, nee. Mich interessiert nicht, ob du deinen Wagen im Griff hast oder wie schnell du bist. Also komm, steig ein. Dann zeig ich dir, was ich meine. Dann mal los. Okay, geben wir mal richtig Gas. Du musst die Kurven mit Tempo anfahren. Um in den Drift zu kommen, gibst du kurz Vollgas und lenkst ein. Dann wieder schnell auf Vollgas und halten. Gleich nochmal. Gib kurz Vollgas und lenk ein. Und geh dann wieder aufs Gas. Einmal noch. Vollgas, dann Gas halten, gegenlenken. Genug geredet. Willst bestimmt selbst ans Steuer. Nö, eigentlich kannst du es behalten. Erstmal geht's nur um die Drift-Einleitung. Also denk dran. Vollgas und einlenken. Du driftest.
Komm schon, tritt aufs Gas und lenk ein. Sehr gut. Okay, gut. Versuch jetzt deine Drifts zu halten. Lenk ein und gib Gas für mehr Slide. Lenk gegen und geh vom Gas für weniger Slide. Das war nichts. Ich will sehen, dass du den Drift hältst. Sehr gut. Und gleich nochmal. Nicht ganz. Du musst den Drift ziehen. So, versuchen wir es halt nochmal. Der Drift war echt gut. Zeigst du mir noch einen? Klar. Sehr gut. Und jetzt machen wir das Ganze mit Stil. Halt dein Tempo hoch und zieh den Drift, solange du kannst. Und wenn du wirklich angeben willst, je näher du an der Absperrung fährst, desto besser. So gefällt mir das. Zeig mir mehr davon. Du musst das Tempo hochhalten. Okay, genug geübt. Wie wäre es, wenn du die Strecke jetzt ernsthaft in Angriff nimmst? Ja. Denk dran, was ich gesagt habe. Vollgas, um den Drift einzuleiten. Und zieh ihn dann kontrolliert bis zum Ende durch. Ja, dann. Ziel ist, 20.000 Punkte zu kriegen. Unfassbar, was für ein Drift. Gut, brich jetzt nicht ab. Was für ein Pech. Ja. Ich mag deinen Stil. So, kannst du abbrechen, weil es ist eigentlich ziemlich geschafft. So, 9000, das war jetzt der höchste, glaube ich, den wir gekriegt haben. Nice, du weißt echt, wie man driftet. Konzentrier dich. Ja, da komme ich irgendwie noch ein bisschen weit raus von der Ecke. Ich dachte, wir sind schon durch. Halt deine Linie immer im Blick. Geschafft. Ich hab ja erwartet, dass du gut bist, aber das war fast beunruhigend. So, gut. Und als nächstes fahren wir dann mal wieder ein kleines Rennen. Nein, wir sind schon durch für die Folge. Fällt mir so gerade mal ein. Wir haben nämlich in der ersten Folge den 2 Twin Trails, einmal den Stahldrachen gewonnen. Und heute morgen fahren wir wieder mal ein bisschen ins Racing Story, würde ich sagen. Ja. Und das werden wir dann auf jeden Fall machen. Wenn jetzt. Das Spiel ich werde in der ist. Werkstatt ein paar neue Reifen für dich abgeben. Bin gespannt, was du damit zustande bringst. Gucken wir mal. Sehen kein Problem. Ich melde mich, wenn ich soweit bin. Sehen wir dann in der nächsten Folge.